gucken wir uns von Holger nochmal ein schönes Döner-Video an. Döner-Revolution, Kulti-Kebab, das ist krank. Bin ich gespannt. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Döner-Video. Ich mache es jetzt öfter so wie jetzt. Ich bin hier am Ende des Videos, deshalb kann ich ein bisschen was zu euch sagen. 1000 Kommentare, ich habe das noch nie gehabt für den Kulti-Kebab in Münster. Da bin ich jetzt nämlich gerade in Münster. Ich habe schon gegessen, euch erwartet im Video. Dinkelbrot, knackig, Röstzwiebeln auf dem Döner. Also heute ist wieder auf gewisse Weise, ohne zu verraten, ob gut oder schlecht, bei anderes Level, auf jeden Fall was Neues. Dann geht's zu Level Up in Münster und den werden wir auch noch testen, weil, wie gesagt, 1000 Leute da. Jeder, den ich getroffen habe, hat gesagt, du musst zu Level Up auch noch und das werde ich tun. Hier nochmal die Kommentare von Kulti-Kebab. Level Up. Oha. Kebab Level Up, auch Kulti Kebab. Danke nochmal an Felix und Lenny war das, glaube ich. Den wirklich besten Döner Deutschlands findet man bei Kulti Kebab. So soll es sein. Wir fahren jetzt weiter. Wir sehen uns gleich. So, wir haben jetzt Gürkan am Start bei Level Up. Gürkan, grüß dich erstmal. Ich möchte mal erzählen, wie ich überhaupt hier hingekommen bin. Ich war bei Kani Döner. Ne? Ja. Da haben viele gesagt, pass auf, geh zu Level Up. Das ist nochmal eine Nummer drauf. Ja, ich fühle mich geehrt. Echt. Ja, also das ist der Grund. Und jetzt kannst du mir von deiner Seite nochmal sagen, warum sagen das die Leute? Irgendwas muss ja dahinter sein. Irgendwas muss geil sein bei dir. Ja, was uns ausmacht. Wir machen unser Dürüm immer hauptsächlich immer frisch. Ja, auf. So wie Lama tun auch. Okay. Spielen wir auch frisch. Mamas Rezept übrigens. Du siehst auch so berühmt. Bisschen der Familie für Kopfkins. Okay, geil. Also, ich finde, Level Up als Name für einen Döner hört sich komisch an. Heißt nicht, dass das schlecht ist, aber hört sich so deutsch an. Familienunternehmen kann man sagen. Okay. Standard so ein Tzatziki haben wir zum Beispiel, was auch nachgefragt wird im Kopf. Ja. Und so, da musste, hatte ich vor der Öffnung, tüftel, irgendwas Besonderes muss noch rein. Ja, ja. Da hast du dich hingesetzt und hast richtig drüber nachgedacht, was mache ich, ausprobiert. Morgens, ja, wirklich. Ja. Und dann hatte ich diese Spezialsoße jetzt gehört, diese gelbe Soße. Ja. Genau, und die ist sehr gefragt. Also es kommt und überzeugt euch selber. Also wir werden jetzt Döner zubereiten. Hier, mein Vater übrigens hier. Familienbetrieb. Dank mein Vater. Und hier ist so wie mein Bruder hier fahren. Also, das fühle ich immer. Familienbetriebe, egal ob Döner oder andere Restaurants, fühle ich immer zu 100%. Weil, also ich sage ganz ehrlich, natürlich ist es nicht überall so, aber Restaurants, Imbisse, Dönerläden, nicht immer, aber oftmals merkst du auch, dass die Qualität bzw. die Liebe, mit dem das Essen gemacht wird, anders ist, als wenn ein normaler Angestellter, der keinen Bock auf seinen Job hat, dir das Essen zubereitet. Und so Familienbetriebe, da schmeckst du irgendwie immer nochmal die Liebe raus, mit der sie das machen, weil sie es für die Familie machen. Die geben sich, ich will jetzt mal sagen, mehr Mühe. Das ist natürlich nicht überall so, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Geil, Mann. Grüß dich, die. Ja, Mann, größten Respekt an euch, auch bei der Hitze hier. Draußen 35 Grad, der Dönerspieß, brutal. Wir haben eben schon gehört, Spezialsoße. Das ist die Spezialsoße. Okay, die sieht wirklich spezial aus. Soße, genau. Die nehme ich dann auch drauf. Das ist unsere Kräuter-Sesam-Soße, Cocktail. Ja. Tzatziki klassisch und auch scharf. Kräuter-Sesam, Leute. Oh, ich glaube, ich muss zwei sehen. Kräuter-Sesam und spezial. Rote Zwiebeln. Viele Dönerläden haben ja normale Zwiebeln, aber rote Zwiebeln sind die Liebe, Digga. Stammkunden hier am Start? Grüß euch. Ja, das freut mich. Ihr sagt, Döner hier lohnt sich, ne? Ja. Jeden Tag Döner hier? Ja, warum nicht? Wenn das schmeckt, schmeckt das. Okay. Also sagt ihr 1 bis 10 Bewertung, was würdet ihr den Döner geben? 11 so. 11? Was sie auf jeden Fall machen, ist, und das machen auch nicht alle, die Soße ins Brot schmieren. Viele Dönerläden machen einfach nur die Soße oben drauf. Das sieht schon köstlich aus, Digga. Marco mit 5 gegifteten Subs. Kuss. Ja, da bin ich bei dir. Das Brot fühle ich nicht so. Da wollte ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es sieht für mich auf jeden Fall, und es kann auch sein, dass ich mich da täusche, sieht mir für mich erstmal nach so einem Standardbrot aus. Und ich stehe nicht auf Standardbrot. Ein richtig guter Döner sollte eigentlich immer frisch selbstgemachtes Brot sein. So, das ist dann dein Döner. So sieht er aus. Cool. So, jetzt wird es hier. Also, eingelegte Zucchini, das hier habe ich noch nie auf dem Döner gesehen. Dass jemand Zitrone drüber macht, habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist hier, ist das Schafskäse, was meint ihr?
verschluckt. Gemüse ist frittiert, nicht eingelegt. Ah ja. Über die Portionsgröße kann man streiten. Rein von der Optik, finde ich, habe ich bessere Döner schon bei Holle in den Videos gesehen. Aber wir sind natürlich auch auf seine Bewertung gespannt. So, das ist dann dein Döner. So okay, sieht der aus. Cool. So, jetzt wird geschlemmt. Wird geschlemmt. So sieht er aus. Hier kommt die Zitrone direkt. Mit der Zitrone hier kann ich mich anfreunden. Kann mal wieder ein bisschen an Holles Mund erraten, was er gemacht hat. Wenn man mit Liebe und Leidenschaft isst, dann passiert das so. Ich tue alles mit Liebe und Leidenschaft. Zur Abwechslung geht's jetzt erstmal, bevor ich... Aber eins muss ich euch sagen, Holger gibt immer seine ehrliche Meinung. Überhaupt was Großartiges zu den Döner sagst du, Kuldikeper, weil ich muss es auf mich wirken lassen. Ich kann jetzt gerade nichts aus mir rauszwingen, was gerade nicht raus will. Ich muss es auf mich wirken lassen und ihr kriegt eine Abschlussbewertung dann auch das Statement zum Level Up. Jetzt geht's erstmal zum Kuldi rüber. Schau einer, guck. Wie heißt es nochmal? Zieh durch das rein. Riesenschlange. Ist das in Berlin? Da vorne, die geht um die Ecke einmal rum. Also nochmal zur Aufklärung. Es gibt Döner Berliner Art. Joghurt, Knoblauch, scharf gibt es unter anderem. Es gibt eine Yappi-Soße. Die heißt Yappi. So, diese Yappi. Okay. In Münster? Okay. Yappi-Soße werde ich auch probieren. Vollkorn-Döner. Ich bin übertrieben. Übertrieben gespannt, was mich gleich erwartet. Wir schauen mal. Ja, ich sehe da gerade schon ein paar Jungs drüben. Wir werden uns mal vorschlängeln und dann gucken wir mal, ob der Döner auch schmeckt oder ob er vielleicht nicht so gut ist. So, nochmal zwei Ehrenmänner am Start. Sag mir, was hast du eben zu mir gesagt, was für ein Döner das ist? Der Döner bei uns in Münster ist besser. Okay, ja, ich habe schon gehört, soll besser Döner Deutschlands sein. Ja. Wenn nicht, mache ich euch verantwortlich. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Was habe ich auch mal in Münster gemacht, Chat? Was habe ich in Münster gemacht? Buchtermin war in Münster die Autogrammkartenaktion? Kann sein. Dortmund und Münster? Nee, weiß ich nicht. Knossi Video? Keine Ahnung. Ja, wir schauen mal. Danke euch, Jungs. Ne? So, mal ganz kurz. Was sagt ihr? Der beste Döner Deutschlands oder nicht? Safe. Also, einer der besten auf jeden Fall. Okay, ich bin gespannt. So, wir haben die Jungs am Start. Schein und Berdan. So, und ich frage euch jetzt natürlich, das frage ich immer am Anfang. Warum kriege ich 1000 Kommentare? Warum ist euer Döner so heftig? Was macht ihr damit, dass der so gut schmeckt? Also, unser Fleisch kommt erstmal aus Berlin. Daher sind wir auch Kulti-Kebab, der Kultdöner aus Berlin. Mit 5 hausgemachten Soßen. Berliner Döner-Style, ne? Also ihr habt diesen Hackspieß und ihr habt auch noch Vollkorn-Döner. Und eine Sache, wo ich besonders mich drüber gefreut habe, ihr habt eine Soße, die heißt Yappi. Genau, Yappi, ja. Die holländische... Oh, der tat gut, Digga. Ja, wie kam der auf den Namen, seid mal ehrlich? Die Soße heißt es. Ach, die heißt so? Ja, genau, Yappi-Soße. Dann essen wir Yappi. So, hinter den Kulissen hier schon mal am Stille. Mal gucken, was das hier optisch zumindest schon mal hermacht. Wir haben von jedem etwas, außergewöhnlich in Anführungszeichen, sag ich mal. Das sieht schon mal... Digga, gleich kotzig. Das sieht schon mal sehr gut aus. Dass wir Tomaten und Gurken getrennt haben, Eisbergsalat, Rotkohl und Zwiebeln haben wir. Also ich höre schon von Berdan gerade Konzept dahinter. Tomaten, Gurken getrennt, viele mögen das nicht. Also schon mal gute Sache. Grillgemüse haben wir hier am Start. Das wird frisch hier frittiert. Okay, das sieht gut aus. Also Grillgemüse schon mal. Das schmeckt mir. Boah, Peperoni, Röstzwiebeln, das sieht schon schön aus. Zitrone macht ihr auch drauf? Genau, auch Sünde auf Zitrone und auf Feta-Käse und auf Röstzwiebeln haben wir, Jalapenos. Röstzwiebeln sogar, zieht euch das rein. Röstzwiebeln. Aber ich habe bei beiden Läden keinen Mais gesehen. Ich esse nämlich sehr gerne meinen Döner mit Mais. Glaube ich ja wohl kaum. Welche ist die Yappi-Soße? Okay. Die Yappi-Soße ist die gelbe hier vorne. Gelbe. Links davon haben wir die Sauer. Ja. Dann die scharfe Soße. Ja. Knoblauch und Kräuter. Oder dein Onkel war das dabei, sich hat gesagt, ich soll auf jeden Fall Kräuter, Knoblauch, scharf. Genau, die ein Döner mit hier. Genau, ein Döner mit Yappi. Ja. Sag ganz ehrlich, kennst du Yappi? Yappi aus Buxtehude? Nee. Yappi kennst du nicht? Kenn Legende. Also, ich nehme... Wichser. Einmal Vollkorn, einmal normal und den Voll... Aber jetzt, ich verrate euch auch einmal was. Holger hat sich auch mal von Yappi in den Arsch lassen. Das hat er noch nie erzählt. Aber trust me, einer der wenigen aus Buxtehude, der nicht hat, sondern gefickt wurde. Kappa. Nein, hat er nicht. Das ist nur Spaß. Vollkorn mit der Yappi-Soße. Jochen, machen wir. Ja, genau. Und den anderen Kräuter, Knoblauch, scharf.
Auch da wieder, das Brot sieht mir nicht special aus. Oh, das ist Vollkornbrot jetzt mit der Yappi-Soße, ne? Big Mac, was ist denn da los? Du hast O gesagt. Ach, Digga, komm, lösch dich. Oh, also der sieht Maschallah aus. Den habe ich aber, so Vollkornbrot habe ich aber auch noch nie gesehen. Der sieht, wie findet ihr, Chat? Der sieht schon Maschallah aus. Zieht euch das rein. Von der Optik finde ich mega heftig mit den Röstzwiebeln. Käse drauf, Zitrone noch frisch. Oregano-Dinkelbrot, auch Röstzwiebeln hier. Boah, Digga, der Oregano-Dinkelbrot, der sieht... Da kriegst du auch einen schönen Schiss von. Der sieht für 5,50 okay. Der sieht köstlich aus, Digga. Auf jeden Fall Vollkorn. Wenn ich hype bin, dann jetzt. Ich habe seit 6-7 Stunden nichts mehr gegessen. Ich habe wirklich übelst Hunger. Noch einmal kurz, Leute, zu der ewig währenden Diskussion um Hackspießdöner oder jetzt normales Schichtfleisch. Gebe ich euch recht, natürlich, Hackspieß ist mit Sicherheit nicht so gute Qualität wie dieses selbst aufgeschichtete. Gerade natürlich, wenn es selber gemacht ist. Wenn ich sehe, hinten in der Küche machen die das selber. Du hast, nehme ich in die Bewertung mit rein, natürlich. Ich bedenke sowas mit. Am Ende des Tages gucke ich natürlich, ob der Döner schmeckt, aber so eine Kriterien werden natürlich mit einbezogen. Ich kann euch zu diesem Döner sagen, erster Eindruck, ihr merkt ganz, ganz, ganz deutlich die Zitrone, Kombi mit den Röstzwiebeln und diesem Käse. Grillgemüse noch nicht ganz so präsent, aber ihr merkt diese Kombi am Anfang. Ich sag euch, die ist nice. Die ist nice. Seht ihr, wie ich schwitze? Das ist so verdammt heiß hier. Das Glitzern auf deiner Stirn. Und das ist Arbeit hier, Leute. Das ist harte Arbeit. Jetzt die Yappi-Soße. Ich dachte, weißt du, wer Yappi ist? Das ist diese holländische Soße, die du normalerweise damals bekommst. Nee, wer wirklich Yappi aus Buxtehude. Okay. Marcel und René haben da mal einen drin versenkt. Bei Yappi. Du Wichser, das stimmt gar nicht. Yappi. Wir haben Yappi mal ordentlich einen versenkt, ne? Bei Marcel weiß ich gar nicht ganz genau. Aber bei Marcel ist sie auf jeden Fall auch. Doch, doch. Oder auf Baustation. Aber, naja. Nee, Yappi. Yappi hat mir einmal eingeblasen, zusammen mit René. Also, sie hat uns gleichzeitig einen runtergeholt und eingeblasen. Wie war ja eigentlich Mann? Das wussten die noch vorher nicht. Ich möchte euch ganz genau schildern, was ich spüre, wenn ich diesen Vollkorndöner esse. Zum einen Kräuter. Kräuter kommen ganz leicht rein. Ganz leicht dieses Geschmeidige. Nicht dieses in your face, sondern dieses Geschmeidige rein. Die Yappi-Soße ist für mich so eine Currysoße. Leichtes Curryaroma. Ihr habt dieses Rustikale von dem Dinkelbrot, was wirklich sehr, sehr geil ist. Ich habe zum Schluss mal einen richtigen Bissen bam, in die Röstzwiebeln reingenommen. Das ist wirklich gut, ich muss sagen. Wieder zurück beim Level-Up-Döner. Also, ich möchte es kurz und knackig versuchen, auf den Punkt zu bringen. Weshalb mir vorhin die Worte so fehlten, ich sage es euch so, wie es ist. Für mich ist es kein Standard-Döner mehr, ist schon ein Level drüber. Also, es ist ein guter Döner, aber für mich ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sagen kann, wisst ihr, wie ich zwischendurch bei anderen Dönern so, boah, das knallt jetzt rein, hier die gerösteten Zwiebeln und checkt ihr das. Und da kommt irgendwie so der Geschmack von den Kräutern rein. Sowas kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Es ist einfach ein sehr leckerer Döner, mehr als Standard, aber jetzt nicht im Deutschland-Ranking bedeutend. Ich hatte diesem Döner eine 7,8 gegeben. Ein sehr leckerer Döner, wo es sich lohnt, Döner zu essen. So, mehr kann ich euch zu diesem Döner nicht sagen. Die Soßen waren wirklich gut, Gemüse war frisch. Aber das ist das, was ich zu Level Up zu sagen habe. Und jetzt geht's weiter zu Kuldi Kebab, zur Endbewertung vom Kuldi. Und jetzt an anderer Ort und Stelle die Bewertung vom Kuldi Kebab. Eure 1 Million Empfehlung dazu. Eure Empfehlung kommt nicht von ungefähr. Nummer 1, zum Schluss ins Ranking nehmen wir nur die höhere Bewertung. Nummer 1, der normale Döner, Anführungszeichen, mit normalem Brot. Ich setze ihn genau auf die Stufe wie Lister-Döner. Grillgemüse, geile Soßen drin. Er hat einfach, alleine schon der erste Moment mit dieser Zitrone da drauf und dem Käse und so weiter, ist einfach schon ziemlich gut. Dann aber zu dem Dinkeldöner, den gebe ich sogar eine 8,8. Ich setze ihn auf eine Stufe mit
mit Babas Döner. Babas Döner war der Fleischgeschmack noch mal ein bisschen intensiver. Aber diese kranke Kombi von diesen Röstzwiebeln, auch Zitrone natürlich, den Kräutern dazu, diese Currysoße, ist schon, ich möchte nicht sagen Weltklasse. Wir haben schon mal ein bisschen bessere Döner sogar noch gegessen. Aber es ist ganz oben auf dem Deutschland-Ranking. Wir blenden es hier ein. Bam, das ist das neue Ranking. Aber dieser Döner, alle Münster-Umgebung, vielen Dank. Vielen Dank einfach für den Tipp. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr haut mir wieder Kommentare voll. Und viele, viele haben mich noch nicht abonniert. So viele gucken in meiner Statistik, gucken mich, haben mich nicht abonniert. Das schmerzt mich in der Seele. Wenn ihr das nachholt, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja. Und falls ihr diese köstliche Yappi-Soße mal essen möchtet, Münsterdöner hier, Kuldi-Kebab. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands. Ja, ich finde die Videos echt extrem geil. Ihr könnt natürlich Holger auch reinschreiben, wo ihr findet, wo der beste Döner ist. Also ja, schreibt das da gerne rein. Ich feiere Holger, seine Videos, und ihr dürft nicht vergessen, da muss man auch mal Respekt aussprechen. Holger zieht gefühlt mehr denn je durch gerade, aber bei ihm hat sich auch was verändert. Der hat sich eine Reihenhaushälfte gekauft, ist sie gerade am Einrichten, und seine Frau ist hochschwanger und kommt trotzdem mit, filmt seine Videos. Er macht noch einen Podcast, er livestreamt noch, er macht Videos. Der ist so am, ich habe schon mal gesagt, der ist so am fucking Hustlen wie kein anderer, den ich kenne aktuell. Und also wirklich eine Maschine, Digga. Also dicken Respekt meinerseits an Holger. Und das sage ich als Freund und auch als Zuschauer. Der ist wirklich heftig am Hustlen momentan, Digga. Und ich muss auch sagen, ich feiere seine Videos. Gerade wo er durch Deutschland fährt und den besten Döner sucht. Und das ist auch so eine never-ending story. Als nächstes sucht er vielleicht die beste Pizza Deutschlands. Die beste Currywurst Pommes. Fühle ich, feiere ich. Und ich kann euch eins sagen, Holger ist, was Gesundheit, Ernährung etc. angeht, wirklich auf einem ganz hohen Niveau. Der sieht vielleicht nicht aus wie irgendwie Tim Gabel oder whatever, wisst ihr? Aber der achtet so heftig auf seine Ernährung, so heftig auf seinen Körper, und der hat so Ahnung von Lebensmitteln, dass seine Bewertung, was Döner angeht, darauf kann man auch vertrauen, auf den Bruder.